Okay, ja. Die Musik ist cool. Nö. Was? Nö? Nö. Nö. Ah. Nö. Ah, ich muss jetzt dafür so... Ah, okay, alles klar. Ich muss dafür sorgen, dass der Weg frei ist. Okay. Und die Farben heißen wahrscheinlich, dass da eine Kamera gerade hinkommt. Diese hier zum Beispiel. Nee, die kann das nicht sein. Ach, die ist das. Nö. Ja, was heißt hier nö? Folge mir. Okay, Goal, geh. Goal, jetzt. Toll. Jetzt muss ich da rüber. Ach du Schande. Die Musik finde ich cool. Nö. Na? Nö. Nö. Okay, die guckt schon mal dahin. Das heißt, die ist schon mal weg. Der da? Hier sind noch zwei. Ja, das ist der? Oder die Kamera? Nö. So, nur die Kamera. Aber die kann nicht anders. Ach doch, so. Oh, lauf! Goal, jetzt! Wir sind gut. Und jetzt kannst du dann an den Zentralrechner. Okay. Und dafür musst du da hinten hin. Okay. Nee, du musst weiter dahin leuchten. So. Nö. Aber das... Goal! Jetzt! Aber stimmt doch gar nicht. Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Also sie kann nicht zwischendurch stehen bleiben. Okay, also dann, ich dachte jetzt von wegen, dass sie zwischendurch stehen bleiben kann, aber das geht wohl nicht. Sie muss in eins durchlaufen. Jetzt! Ach, ja. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Was? Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Oh, Junge, du nervst. Wie jetzt? Rufus, der Weg ist ja noch gar nicht frei. Ach so. Warte mal, das hab ich gleich. Hast du das gleich, ja?
Also direkt davor bleibt versperrt. Cole, jetzt! Hauptsache, Quatsch jetzt nicht wieder so viel. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Nicht rufen, dann sieht mich die Kamera. Ach ja! Was? Nö. Achso, warte mal. Cole! Ja! Warte mal. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. Rufus. Aber dann laufe ich doch mitten in die... Oh, stimmt. Ha. Cool, jetzt. Cool. So geht das. Danke. Oh. Wundervoll. Ja. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Ja. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal. Dir wird schon was einfallen. Na toll. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Hallo? Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung! Sie kommen jetzt mit! Ja, warten toll. Sie doch! Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Oh ja. Noch einmal Elysium sehen. Okay. Laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder. Aber na gut. Das Meer? Noch einmal das Meer sehen. Kein Problem. Ich wollte sie sowieso ins Meer schmeißen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Kreuzer fährt jeden Moment in Porta Fisco ein. Super. Außerdem wünsche ich mir... Moment mal. Das war doch schon Ihr Wunsch. Wie kann das mein letzter Wunsch gewesen sein, wo ich doch noch einen habe? Ja. Das leuchtet mir ein. Ach. Geld. Viel Geld. Geld? Hier gibt es kein Geld. Der Organon arbeitet unehrenamtlich. Macht nichts, hat keine Eile. Ich kann warten. Ich aber nicht. Wünschen Sie sich gefälligst was Vernünftiges. Irgendwie ahne ich, dass der Kaffee was damit zu tun hat, dank des Putzibot. Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Oh. Idiot. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Was war das? Oh Mann. Ja, und nun? Okay, ich sehe hier kein Ei. Was nicht heißt, dass da kein Ei wäre, aber oh, wo bin ich hin? Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Ich sehe ein Ei, ich sehe ein Ei. Ja, und ich kann meine Maus nicht nutzen. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Ein Clownschnabeltier. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Vor allen Dingen, das ist eine Glastür, du Schlumpf. Nee, zum Computerkern gehe ich nicht nochmal rüber. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Moment, Moment. So viel Zeit haben wir ja, ne? Oh ja, Wahnsinn. Das ist ja toll. Was ist denn da los? Mensch. So, ich habe noch das Clownsschnabeltier bekommen. Da, ach süß, ach nein. Das ist doch... Oh, sogar, es lächelt sogar. Als einziges Schnabeltier bis jetzt. Okay. Nice. Oh. Na Gott sei Dank sind die guten Verstecke auch mit gutes Versteck ausgeschildert. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Ja, das war einfach, oder? Sag doch mal. Ja. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Ja. Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä? Oh. Was? Wow. Was ist los? Wow. Eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Hallo? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... Ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind.
Der will sie doch wohl nicht etwa schlagen. Hey, stopp! Aber außerdem habe ich auf den Knopf hier gedrückt. Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Nein, sie hat einen Spinner in drin. Nein. Oh. Kann ich irgendwas anderes machen? Oh, Rufus, was machst du da wieder für eine Scheiße? Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Aufhören, habe ich gesagt. Also irgendwie... Kann ich... Nein, ich... Hallo? Ich möchte nichts mehr machen. Halt! Hä? Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Schaffen wir unverzüglich diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Goal! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Bodenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Ja, wie? Was? Auch nicht schon wieder das Tutorial. Oh, aua. Was? Die Hölle. Oh ja, klar. Ja, die Hölle. Och, guck mal. Ein Yin. Soll ich raten? Hab ich... Nee, hab ich ja gar nicht. Mir fehlt das Yang. Oder kann das da rein? Ach, okay. Und? Oh, wow. Okay. Was wird denn das jetzt? Okay. Ich komme in die Hölle. Oder ich bin in der Hölle, sagen wir es mal so. Tja, Wahnsinn. Und nu? Kann ich mich runterspülen? Nee. Okay. Schnabeltierei. Nein. Was war das? Also ich hatte hier irgendeine Überdosis gespritzt und die soll jetzt tot sein? Na, da glaube ich noch nicht wirklich dran. Muss ich das nur häufig genug machen, oder? Also ich kann es wahrscheinlich häufig genug machen. Aua.